Tag gesagt und herzlich willkommen an alle Aquaterraner hier bei TB Berlin. Ich habe mir einen Membrankompressor zugelegt, um alle meine Luftheber zu betreiben. Auch meine Terrarien und Paludarien werden ausschließlich mit Luft betrieben. Da macht es Sinn, anstelle vieler kleiner Pumpen in eine leistungsstärkere Variante zu investieren. Ein Kompressor mit viel Power macht natürlich auch viel Lärm, für den Wohnungsbetrieb denkbar ungeeignet. Ich zeige euch heute hier bei TB Berlin, wie ich dieses Problem gelöst habe. Nachbauten natürlich auf eigene Gefahr, Kompressoren können sehr heiß werden und ihr solltet ein Auge auf die Temperatur haben. Die ursprüngliche Idee stammt nicht von mir, checkt die Beschreibung für den Ursprungslink. Simulationsprogramme für Schall-HiFi-Boxen findet ihr dort ebenso. Was braucht man? Noppenschaum 4 cm, 19 mm Spanplatten, Aquariensilikon, Dichtband, ein Thermometer, Bohrer und Schrauben. Zuallererst verklebe ich die Spanplatten mit dem Silikon. Vor dem Schrauben bohre ich alle Löcher vor. Das ist wichtig, da sonst die Platten ausbrechen können. Dann wird großzügig verschraubt, alle 5 bis 10 cm. Erst vorbohren, dann schrauben. Die Front im 90-Grad-Winkel mit Hilfe einer Spanplatte wird ebenfalls verklebt und verschraubt. Nun wird die Kiste gedreht und die vordere Frontplatte angeschraubt. Wenn ihr es so macht, wie hier gezeigt, schließt die Platte oben bündig ab. Ich habe das nochmal entfernt und die Kante oben für den Deckel stehen gelassen. Das sieht man hier. Die neue Pumpe hat die Abmessungen 26 x 20 x 22 cm und leistet 60 Watt für 0,04 MPa. Betriebstemperatur 0 bis 38 Grad Celsius. Die Box selber ist 62 x 50 x 64 cm. Länge mal Breite mal Höhe. Hier also das Grundgerüst, gut zu erkennen der Lüftungsschlitz. Von innen verklebe ich jede Kante und jeden Winkel jetzt mit Aquariensilikon. Achtet darauf, dass der Kleber gut austrocknen kann. Alles, was die Pumpe an Luft in der Kiste ansaugt, gelangt direkt in eure Aquarien. Als Unterlage benutze ich einen ordinären Filterschwamm. Die Pumpe wird schon mal platziert und ihr seht, dass mein Kabel durch den Lüftungsschlitz geführt wird. Und jetzt kommt das Dichtband zum Einsatz. Den Deckel werde ich nicht verschrauben, sondern nur beschweren, da ich gerade in der Anfangszeit und auch später an den Luftverteilern viel herumjustieren werde. Ihr hört selbst ohne den Noppenschaum schon einen deutlichen Geräuschverlust. In geschlossenem Zustand ist die Pumpe schon jetzt ohne den Noppenschaum sehr leise. Zu guter Letzt, also den Noppenschaum aufgeklebt, wie schon erwähnt mit Aquariumsilikon, welcher gut austrocknen sollte. Deckel drauf, fertig, passt genau. Unter die Bodenplatte habe ich noch vier Füße geklebt, der Filterschwamm bewährt sich auch hier. Die Temperatursensoren des Thermometers sind in der Box und sollten regelmäßig gecheckt werden.
Hier also die fertige Schallschutzbox. Ich zeige euch jetzt nochmal die beiden Temperaturfühler, einer oben und einer unten. Die Pumpe selber wird sehr warm und steht jetzt auf einer Glasplatte und der Kompressor in der Box hat nun eine angenehme Zimmerlautstärke. Hat dir gefallen, was du gesehen hast, dann like das Video für mehr Videos, abonniere den Kanal. Ich sage allen Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder. Bis bald.